Hallo zusammen, dies sind die Brennoe News vom 29.08.2013. Da das letzte News-Update jetzt schon 2,5 Monate zurückliegt und in der Zeit auch einige Projekte schon wieder beendet wurden und neue gestartet wurden, 2&2 zum Beispiel wurde jetzt vor kurzem beendet und auch Rogue Legacy nähert sich langsam dem Ende zu, dachte ich, es wäre mal wieder soweit für ein News-Update. East Origins wird noch eine Weile laufen, auch wenn das leider noch nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, wie ich es gerne hätte. Ich mag das Spiel eigentlich sehr und auch das Projekt und finde es schade, dass es so wenige Aufrufe bis jetzt gegeben hat und irgendwie keine Kommentare. Im Allgemeinen, es kommen ziemlich wenig Kommentare rein, deswegen bitte ich euch nochmal, wenn euch meine Videos gefallen, schreibt mir doch einfach Kommentare darunter. Ich werde auch darauf antworten, bei bester Gelegenheit. Und ja, ich dachte mir, für dieses News-Video mache ich mal etwas Spezielleres, versuche ich mal etwas, und zwar es ein bisschen kreativer zu gestalten. Deswegen gibt es das News-Video, besteht das News-Video jetzt aus 4 Teilen. Das hier ist der erste, und wir sehen uns dann gleich beim 2. Teil. Bis gleich. Willkommen zurück zum 2. Teil meines News-Videos. Und zwar, wie man jetzt sehen kann, bin ich wieder in Dawn of War 2 drin, was ich ja vor kurzem in einer Spielevorstellung gezeigt habe. Und nach der Spielevorstellung habe ich mir einfach mal überlegt, ich könnte doch ein Let's Play dazu machen. Das Let's Play ist für in 2 Wochen geplant, weil ich vorher noch eine kleine Umfrage für euch habe. Und zwar möchte ich von euch wissen, welches Volk ihr mich gerne spielen sehen würdet. Ja, also fangen wir mal hier vorne an mit den Space Marines. Das sind Übermenschen, die so gesehen die Allround-Armee sind, also sowohl offensiv als auch defensiv, Nahkampf, Fernkampf, alles können und sogar ziemlich gut. Das ist auch die kanonische Kampagne, also der Schluss ist der wahre Schluss, wie er auch in den Büchern und so festgehalten werden sollte, könnte, werde, wie auch immer. Dann daneben haben wir die Imperiale Armee, also die Hauptarmee des Imperiums, die nur aus normalen Menschen besteht eigentlich, im Gegensatz zu den Space Marines, die die Elite des Imperiums sind. Ja, die Imperiale Armee hat eher ihren Schwerpunkt auf Verteidigung und schwere Panzer, was ich ziemlich cool finde. Dann haben wir hier hinten die Orks. Zu Orks muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Das hier sind so Art Space Orks mit Hightech-Kettenechsen und fetten Knarren, die also fürs Draufrennen und Zerhauen bekannt sind. Hier vorne haben wir die Eldar, so eine Art, ich sag's mal, ziemlich entfernte Art von Hochelfen, wenn man es aufs Fantasy Warhammer reflektiert. Wer StarCraft kennt, man könnte sie ein bisschen mit den Protoss vergleichen. Also die Eldar sind eher für Hinterhalte und miese Taktiken geeignet. Dann haben wir hier das Chaos. Das Chaos ist das genaue Gegenteil der Space Marines. Also sie sind die Guten, das Chaos sind die bösen Space Marines. Die sind mehr oder weniger bekannt für ihre Dämonen, die sie aus dem Warpraum beschwören können, also aus der anderen Dimension. Und für Seuchen und so etwas, jedenfalls in diesem Spiel hier, gibt es viele Seucheneinheiten von ihrem Chaosgott Nurgle, aber auch von Dämonen von Khorne, ihrem Kriegsgott. Und hier hinten haben wir noch die Tyranniden, die ziemlich ähnlich sind mit so den meisten anderen Alienrassen, die man aus Filmen und so kennt, oder den Zerg aus StarCraft. Sie sind ein großer Schwarm und überrennen einfach alles. So einfach ausgedrückt. Oh ja, das waren die 6 Völker. Space Marines möchte ich nicht unbedingt, wenn es nicht gerade zu viele gibt, die sagen wollen, sie möchten gerne die Space Marines sehen, weil das ist halt das Kanonende und ich habe ja auch in meiner Spielvorstellung bereits die Space Marines mal gezeigt, eine Space Marine Mission. Wenn die Umfrage uneindeutig ist oder sich nicht genug daran beteiligen, werde ich einfach die Imperiale Armee Let's Playen, weil ich die nach den Space Marines am meisten bevorzuge. Chaos als letztes, um ehrlich zu sein. Ich hab's nicht so mit Eiter. Aber gut, das war's zum 2. Teil meines News-Updates. Wir sehen uns gleich beim 3. Teil.
Willkommen zum dritten Teil meines News-Updates. Und zwar, wie man sehen kann, befinden wir uns jetzt in dem Spiel Fez. Und zwar, ja, ich habe bereits in meinem letzten News-Update die Frage gestellt, ob ich Fez Let's Playen sollte. Und habe ein paar private Nachrichten dazu bekommen, dass einige das gerne sehen möchten. Also kommt nach Ys Origins als neues Let's Play Fez. Das ist geplant. Und zwar, ich habe euch zwar in Ys Origins bereits gesagt, dass es mehrere Teile gibt, die ich natürlich auch alle vorhabe zu Let's Playen. Aber das Problem ist, wie soll ich das ausdrücken? Das Ys Origins LP, was ich jetzt gerade mache, die Story, ist nicht die Kanon-Story. Und ich habe vor, auch nochmal ein Ys Origins Let's Play zu machen, in dem ich auch die Kanon-Story mache. Aber die erst, und zwar das Let's Play vor Ys 1 und 2, damit das auch ordentlich aussieht. Aber ja, deswegen schiebe ich zwischen die beiden Ys Origins Let's Plays Fez als LP ein. Auch da bin ich runtergefallen. Und wollte euch mal vorher einen kleinen Vorgeschmack dazu geben. Und zwar das Besondere an Fez. In erster Linie sieht es aus wie ein normales Jump'n'Run. Aber wie man sehen kann, wir können die Perspektive drehen und so neue Wege freischalten. So können wir zum Beispiel jetzt hier hinten hochklettern, wo wir es vorher nicht konnten, und andere Wege beschreiten, weil sich immer alles dreht. Und ja, das wird also mein nächstes Projekt nach Ys Origins, also dem aktuellen Ys Origins Projekt. Danach kommt noch ein Ys Origins Projekt und dann geht es mit Ys 1 und 2 dann weiter. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr euch genauso. Und auch auf mein Fez Let's Play oder Let's Clear. Mal sehen, das überlege ich mir noch, ob ich versuche 100% draus zu machen oder ob ich es einfach mal durchspiele mit so viel wie möglich. Gut, das war der dritte Teil meines News-Updates. Wir sehen uns gleich beim vierten. Willkommen zu meinem vierten Teil des News-Updates. Und zwar, wie man sehen kann, sind wir jetzt in Hammerwatch. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte ja bereits im letzten News-Update eine kleine Umfrage gemacht, wie es denn so aussieht mit Streamen. Ob jemand Lust auf einen Stream hätte. Und jetzt habe ich kurzerhand, nachdem jetzt Hammerwatch endlich released wurde, also das fertige Spiel, habe ich mir gedacht, ich könnte ja Hammerwatch als Stream machen. So als ersten Feuerprobe-Stream und dann vielleicht irgendwann später mal die anderen Vorschläge, die ich gemacht habe. Ja, kurz zu Hammerwatch ist ein Top-Down-Rollenspiel, wie man hier schon sehen kann, im Hintergrund die ganzen Viecher, die rumwuseln. Und ja, es gibt ziemlich viele Gegner in dem Spiel, also Haufen von Gegnern zum Töten. Deswegen dachte ich, das würde sich ganz gut als Let's Play, als Stream eignen. Wenn ich euch da so nebenbei im Chat mit euch rede und mich durch die Gegnerhorden durchkämpfe. Kurz als kleine Übersicht, die Klassen, es gibt den Paladin, also den Nahkämpfer, Zauberer, typischer Zauberer, Ranger als Fernkämpfer und der Warlock, wie soll ich den erklären, das ist so eine Mischung aus Dieb und Magier. Eine komische Klasse. Und ja, wenn ich ein Let's Play mache, dann mache ich ein Custom Let's Play und mache hier bei den Modifiers das unendliche Leben an. Weil sonst habe ich nur zwei, drei Leben und mit euch gleichzeitig reden und hier streamen könnte vielleicht dazu führen, dass ich viel zu schnell Leben verliere und wir wieder von vorne anfangen müssen. Das wäre unschön natürlich. Aber ja, das hier noch zum Thema Stream und der letzte Teil meines News-Updates. Eine Sache noch, Drachengesang ist noch für eine Weile pausiert, weil ich an der einen Stelle, an der ich gerade bin, einfach nicht weiterkomme im Augenblick und ich mir noch überlegen muss, was ich da mache. Und auch nicht im Augenblick nicht ganz so die Motivation dafür habe. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Also gut, so viel zu den News. Viel Spaß bei meinen Projekten. Bis dann.